Das ist Musik, Leute. Habe ich jetzt auf Video. Dein Getanze. Oder? Jo. Sag mal was. Ja. Das bin ich auch zu sehen. Ja. So, guten Tag, Leute. Ich probiere mal so ein bisschen aus, auch abends hier zu filmen. Ich war ja vorhin, ich denke mal, das schneide ich ins Video rein. Waren wir auf Party bei den Devil Ducks. Und ja, ich habe kurz ein bisschen aufgenommen, kurz auf dem Weg dahin. Und ein Stück, wie wir auf dem Hof gefahren sind, auf dem Partyplatz. War eine entspannte, relativ große Party. Hätte ein bisschen voller sein sollen. War ein bisschen schade für die Ducks. Die hatten 45 Jahre Jubiläum. Und hätte dementsprechend voller sein können, aber war trotzdem gut besucht. Und ja, jetzt auf dem Weg nach Hause. Hier noch durch Camp Lindfort. Ich bin eine Abfahrt, ja, früher runtergefahren von der Autobahn. Ein bisschen ja, Landstraße und Stadt noch fahren hier. Ist ja quasi so gut. Ich bin schon zur Arbeit damit gefahren mit der Harley, aber so heute so der erste richtige Tag quasi Freizeit fahren. Boah. Ich weiß nicht, ob da drüber kommt, aber die hört sich doch richtig gut an. Aber auspuffmäßig werde ich da noch ein bisschen was machen. Aber da braucht gar nicht mehr viel, finde ich. Mir reicht das. Und ja, ich muss das schon noch ein bisschen lernen, Harley fahren. Das auf, also die lässt sich auf jeden Fall anders fahren als meine anderen Motorräder. Das ist auf jeden Fall ein anderes Fahrgefühl, sagen wir mal so. Gerade das mit dem Blinker und so, das ist total geil. Muss ich mich mal noch durchfuchsen, ob es dann noch vielleicht, wenn man lange gedrückt hält, dass er dann nur zwei, dreimal blinkt oder so. Aber wenn ich abbiege, jetzt geht der automatisch aus, das finde ich sehr geil. Dann kann keiner mehr auf meinem Rideout meckern, ich würde den Blinker vergessen auszumachen. Das finde ich schon mal richtig geil. Und ja, Fahrgefühl. Die verbraucht deutlich weniger als meine VN. Aber ich teste das mal demnächst mal richtig aus. Dann nehme ich mal meinen 5-Liter-Kanister mit, damit ich ungefähr weiß, so wie weit komme ich mit einer kompletten Tankfüllung. Heute habe ich auch ein bisschen Gas gegeben, auch gerade wenn ich nicht alleine fahre, sondern mit meinen Clubjungs oder so. Dann ja, mal ein bisschen am Hahn drehen, immer schön raus, Beschleunigung und so weiter. Jetzt, wenn ich alleine fahre, fahre ich relativ sachte. Da fahre ich echt sehr gechillt. Hier wollte ich heute eigentlich auch hin nach Karthago. Da war ja irgendwie so ein Harley-Event, aber irgendwie, guck mal, das ist auch noch richtig voll da. Aber habe ich halt leider nicht geschafft. Aber egal.
Die haben auf jeden Fall alle geguckt. Finde ich sehr geil. Oh, ist das, die hört sich auch richtig gut an. Ich muss das mal irgendwie aufnehmen beim Vorbeifahren. Ne? So wie ich das damals mit meiner Z gemacht habe. Genau das muss ich mit meiner Freundin auch noch machen, bevor ich sie irgendwann abgebe in einem Monat. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch irgendwas sehen könnt. Ich habe jetzt den dunklen Helm auf, aber durch diese doppelten Scheinwerfer kann ich trotzdem noch sehr gut sehen. Richtig, richtig geil. Also die machen ordentlich Stimmung da vorne auf der Straße. Bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich irgendwann mal LED da vorne drin habe. Dann wird es bestimmt noch geiler sein. Ja, war eigentlich auch nur jetzt spontan mal eben die Kamera angemacht. Aber wer war das letztens auch in den Kommentaren? Schrieb da auch, ja, als du das erste Mal die 48 gefahren bist im Video, wusste er ganz genau, irgendwann fahre ich Harley. Jo, jetzt ist es, das ist jetzt anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann bin ich denn die 48 gefahren? Das war nicht letztes Jahr, das war davor das Jahr, ne? Ich meine schon. Ja, guckt mal, dann sagen wir mal roundabout zwei Jahre später, zack, fährt Scorpi eine Harley. Ich bin mega stolz. Ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen. So ein Motorrad unterm Arsch zu haben, ist schon geil. Ich weiß noch, ich war mega aufgeregt, als ich die abgeholt habe und als wir die hinten auf den Hänger getan haben. Ich war mit meinem Kumpel, der auch mein Präsi ist, zusammen. Und ich habe die noch gesagt, ich bin voll aufgeregt. Ich sag so, warum das denn? Ist doch nur ein Motorrad. Ich so, ja, aber für so viel Geld, ist schon richtig viel Geld. Und ich weiß nicht, irgendwie ist so, Harley hat das so einen großen Stellenwert in meinen Kopf bekommen. Weiß gar nicht, warum das so ist. Einfach diesen Spirit und diesen Style und, ne, ihr Harley-Fahrer da draußen, ich glaube, ihr könnt das verstehen. Ja, so ist das jetzt immer. Bin mal gespannt, wie die Nachtaufnahmen sind, aber ich habe, glaube ich, jetzt auch statt 30p mit 60p aufgenommen. Das heißt, es wird ein bisschen dunkler sein. Und ich habe höchstwahrscheinlich sogar ISO, keine ISO-Automatik drin, weil ich begrenze eigentlich immer bei ISO 800. Damit es nicht rauscht, dann habe ich lieber etwas dunkleres Bild anstatt Bildrauschen drin. Da muss ich mal schauen. Und ich habe ja jetzt die neue Version von meinem Bildbearbeitungsprogramm drauf. Da werde ich auch mal gucken, gerade bei den Nachtfahrten, ob man da noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Irgendwie sind da mehr Einstellungen extra, explizit auch für GoPro-Aufnahmen und so weiter. Das hatte ich vorher alles gar nicht. Oh, ich liebe das Motorrad jetzt schon, ey. Ich glaube, das war eine geile Entscheidung, sowas zu kaufen. Morgen fahre ich dann erstmal mit meiner Frau. Ich bin gespannt, wie sie das so fühlt und wie sie sich hier drauf, ob sie sich hier drauf wohlfühlt. Und da bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das hört sich doch schon ganz gut an. Jetzt, wo ich den ganzen Tag gefahren bin, ich habe das Gefühl, dass die Auspuffanlage an dem einen Tag schon gefühlt ein bisschen lauter geworden ist. Vielleicht ist es aber auch nur ein persönliches Gefühl, weil ich es immer geiler finde, hier mitzufahren. Das kann natürlich auch sein. Im Stand müsste die einfach lauter sein. So, während des Fahrens finde ich sie vollkommen okay. Die müsste nur im Stand ein bisschen mehr bollern. Aber ansonsten finde ich Fahren, die Lautstärke beim Fahren ist natürlich ausreichend. Ja, Leute, in dem Sinne sage ich mal wieder, ja, bis zum nächsten Video, Leute.